Der aktuelle Bericht am Mittwoch. Schönen guten Abend. Mit neuen Corona-Regeln für den Herbst will Bundesjustizminister Buschmann erstmal warten. Wie bereitet sich das Saarland auf möglicherweise steigende Infektionszahlen vor und wie präsent ist die Pandemie gerade? Dazu gleich mehr. Plastik im Meerwasser ist ein Problem. Ein Aktionstag an der Kunsthochschule hat heute darauf aufmerksam gemacht. Und in und um Trier gibt es seit einer Woche spezielle Blitzer, die Handysünder am Steuer erwischen sollen. Ja. Vielen Dank, Leonie. Ja, das war ja heute so ein gar nicht sommerlicher Tag hier bei uns im Saarland. Aber ich darf schon mal verraten, gegen Ende der Woche wird es ein bisschen besser. Selina Fries hat jetzt die genauen Wetteraussichten. Und um 21:45 Uhr gibt es noch mal Nachrichten hier. Schönen Abend. Tschüss.